Herzlich willkommen zu Teil 4 eurer Happy Hautpflegereihe. In Teil 4 schauen wir uns einmal Systempflegen an. Wieso, weshalb, warum Systempflegen? Was bedeutet das auch für unsere Haut und unsere Hautpflege? Und in den vorangegangenen Teilen haben wir uns ja schon mit unserer Haut, den Hauttypen und Hautpflegeroutinen beschäftigt. Und jetzt kommt die Systempflege. Ich persönlich bin so ein klassisches Werbeopfer. Also wenn in der Werbung ein tolles Versprechen ist, dann denke ich, ach, kannst du ja mal ausprobieren. Oder wenn ich schöne Schuhe sehe, die hätte ich auch ganz gerne. Oder ein Model mit einer schönen Jacke, dann denke ich immer, oh, finde ich mega schön, könnte ich mir auch gut vorstellen. Deswegen, ich bezeichne mich dann immer liebevoll, sage ich es immer, als Werbeopfer. Vielleicht erkennt ihr euch darin auch wieder, dass ihr sagt, ja, so bin ich auch so ein bisschen, so geht es mir auch. Denn so geht es ganz, ganz vielen anderen auch. Und deswegen sage ich immer sehr liebevoll Werbeopfer. Aber viele von uns sind empfänglich für schöne Dinge und auch für tolle Versprechen. Es ist genauso, wenn ihr eine Zeitung euch holt oder ich kriege von meiner Schwiegermama häufig Zeitungen, die sie dann gelesen hat, dann sind da ja Proben drin. Und diese Proben, die nimmt man ja gerne mit. Dann ist da mal ein Shampoo drin, dann ist da mal eine Augencreme drin, dann ist da mal, was weiß ich drin, irgendwas und wir reißen das raus und dann kommt es aber erstmal beiseite. Es ist ja nicht so, dass wir das gleich benutzen, es kommt erstmal beiseite und vielleicht benutzen wir es mal. Und wenn wir es benutzen und feststellen, von unserem einen Pröbchen gefällt uns, gehen wir gerne auch mal los und kaufen das. So, dann ist es jetzt aber so, dass wir das nicht immer komplett durchziehen und es wirklich aufbrauchen bis zum Ende. Denn wir merken, ja, das Pröbchen war ja ganz nett, die ersten ein, zwei Tage waren ja ganz nett, aber irgendwie ist das doch nicht mein Produkt. Also irgendwie funktioniert das doch nicht. Gerade vielleicht die Haare sind ganz stumpf und filzig, fühlen sich nicht toll an. Oder aber wenn wir eine Creme haben, die uns vielleicht dann doch nicht gefällt, die nicht einzieht oder. Oder merken wir, ja, okay, es ist doch nicht mein Produkt, aber es hat ja Geld gekostet. Also wegschmeißen tun wir es auch nicht. Das heißt, was machen wir? Badezimmerschrank auf, Produkt rein, Schrank, Tür wieder zu. Und wenn man mal die Badezimmerschränke von ganz, ganz vielen Frauen öffnet und ich nehme da meinen nicht aus, dann macht man auf und hat ein ganz, ganz großes Sammelsurium von ganz vielen Dingen. Also ihr müsst mal bei mir reingucken. Ich habe so viel Duschzeug da drin. Ich habe so viel Shampoo und so viel Spülung da drin. Teilweise noch für die dunklen Haare, weil ich das gekauft habe. Das benutze ich jetzt ja nicht mehr. Hat ja aber Geld gekostet. Wird natürlich nicht entsorgt. Und genauso hat man irgendwann ein Sammelsurium von ganz vielen Hautpflegeprodukten auch, die man nicht nutzt, die vielleicht für die Haut wirklich gar nicht sind, aber sie haben ja Geld gekostet und sie sind da drin. Und deswegen schmeißen wir sie nicht weg. Und dann hat man einen ganz, ganz wilden Mix von Dingen, oftmals sogar die gleichen Produkte, dass man vielleicht viermal eine Augencreme drin hat von unterschiedlichen Herstellern, aber wegschmeißen will man es ja auch nicht. So, und wenn ich euch jetzt frage, wie zufrieden seid ihr mit eurer Haut? Die wenigsten Frauen, und ich habe das wirklich in den 5,5 Jahren ganz, ganz selten gehört, dass eine Frau sagt, ich bin mega zufrieden mit meiner Haut. Das heißt, wenn ich jetzt euch frage, wie zufrieden seid ihr mit eurer Haut, gehe ich davon aus, dass ganz viele etwas haben, was sie gerne verbessern würden. Ach, ich hätte gerne weniger Rötung oder schau mal, ich habe so Augenringe, ich hätte die Schatten gerne weniger. Generell habe ich vielleicht viele Pigmentflecken oder ich habe schon viele Fältchen. Ich hätte gerne, dass meine Haut elastischer ist oder die Unreinheiten. Schau mal, ich bin Mitte 30, Ende 30, ich möchte keine Unreinheiten mehr haben. Das heißt, ganz, ganz oft höre ich das, dass Frauen etwas verbessern wollen mit ihrer Haut, aber dann sind wir auch wieder empfänglich. Und wenn wir dann in der Werbung hören, gegen Unreinheiten, gegen Falten, gegen Rötungen, bekämpft eure Augenringe, Kampf, bin ich dabei, ich bin bereit zu kämpfen. Und genauso geht es ganz, ganz vielen. Aber was wir ja in den letzten Videos jetzt schon besprochen haben, Kampf ist nicht der richtige Weg, sondern wir wollen ja die Bedürfnisse unserer Haut stillen und schauen, okay, was ist die Ursache dafür? Warum hast du eine erhöhte Melaninproduktion? Warum hast du vermehrt mit Unreinheiten zu kämpfen? Oder, dass wir da einfach schauen. Genauso, dass Fältchen ja oftmals mit trockener Haut einhergehen. Das heißt, wir gehen der Ursache auf den Grund und wir stillen halt einfach die Bedürfnisse. Und da kommt dann einfach jetzt mal wirklich unser wilder Mix aus dem Schrank zum Einsatz, denn ein wilder Mix im Kleiderschrank, wollte ich gerade sagen, im Badezimmerschrank, ist dann nicht der richtige Ansatz. Systempflegen
Kennt ihr auch, sage ich euch ganz ehrlich, ihr kennt Systempflegen. 99% von Haarpflegeprodukten sind Systempflegen. Ihr habt ein Shampoo, ihr habt einen Conditioner, ihr habt eine Spülung, vielleicht noch eine Sprühkur dazu. Das alles sind Systempflegen, denn eine Systempflege bedeutet, dass die Wirkstoffe untereinander sich begünstigen und helfen, die Inhaltsstoffe aufzunehmen, dass eben halt die Wirkweise der Produkte begünstigt wird, also unterstützt wird, dass es besser wirkt. Und es ist halt so, ihr habt bei einer Systempflege immer so sogenannte Basisprodukte, also Basisinhaltsstoffe, die einfach helfen, Inhaltsstoffe besser aufzunehmen. Und das kennt ihr von euren Haaren. Die meisten haben ja mindestens zwei Haarpflegeprodukte, mindestens, manchmal ja sogar mehr. Aber sie unterstützen sich ganz einfach. Und bei den Haarpflegeprodukten, das wissen die meisten, dass sie sagen, ah ja, stimmt. Stimmt, da habe ich dies, das, jenes. Aber eben genauso wichtig ist es eben auch bei der Haut. Ja, Basisstoffe, gleiche Inhaltsstoffe und dadurch greift das Ganze wie kleine Zahnrädchen ineinander und die Inhaltsstoffe können einfach tiefer in eure Haut eindringen. Ihr könnt natürlich, das kommt kurz vorweg, ihr könnt natürlich jegliche andere Produkte auch dazu nehmen. Wenn ihr mich fragt, sagt, oh, ich habe aber noch meine Tagescreme gerade offen, aber die Nachtcreme und die Reinigung ist alle, dann sage ich, na, dann nimmst du deine Tagescreme aber noch, bis sie leer ist. Denn es hat ja alles Geld gekostet. Die Wirkweise wird nicht behindert, wenn man noch andere Produkte dazu nimmt. Und ich denke immer, hey, das hat alles Geld gekostet, das kann man natürlich dann auch aufbrauchen. Aber wenn es leer ist, dann kann man ja mal schauen, ob man das Ganze umstellt und anpasst, einfach eben um die Wirkweisen zu begünstigen. Dann höre ich auch immer wieder, aber du, ich benutze das, das und das von der gleichen Firma. Ja, aber das heißt leider nicht zwingend, dass es eine Systempflege ist. In der Kosmetik sieht man leider ganz so, in der Haarpflege habt ihr ganz viele Systempflegen, wirklich 99% Haarpflegeprodukte sind Systempflegen. In der Kosmetik ist das leider nicht der Fall. Dann habt ihr lauter kleine Einzelprodukte von dem gleichen Hersteller, aber es ist leider ein Trugschluss, dass es eine Systempflege ist, weil jedes Produkt in sich abgeschlossen ist, eigene Inhaltsstoffe hat und keine Basis schafft, wo die Inhaltsstoffe einfach tiefer eindringen können. Generell sage ich aber immer, wenn ihr was habt, wenn es noch offen ist und auch wenn es noch gut ist, gerne ausprobieren. Denn wenn ihr jetzt mal euren Schrank aufmacht, habt ihr vielleicht das eine oder andere davon ja schon geöffnet. Und ihr kennt es von den Kosmetikprodukten, da zeige ich euch das immer wieder. Auf jedem Produkt ist so ein kleiner geöffneter oder ne, so ein Tiegel mit einer Monatsangabe. Das ist die Haltbarkeit ab Öffnung und bei Pflegeprodukten sind es meistens 12 bis 18 Monate. Da unbedingt mal drauf gucken und wenn ihr denkt, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das da reingestellt habe, das ist bestimmt schon 3 Jahre her. Würde ich mal gucken, ob man sich damit die Beine noch eincremen kann, aber in mein Gesicht würde ich es persönlich nicht mehr lassen. Oftmals riechen die Produkte dann auch einfach nicht mehr schön, aber in mein Gesicht würde ich es dann tatsächlich wirklich nicht mehr lassen. Deswegen unbedingt gucken, auch Kosmetik und Pflege, das wisst ihr, kann ablaufen, sogar eine Zahnpasta kann ablaufen. Jetzt ist es bei uns so, ihr kennt, und da gehen wir jetzt im nächsten Video auch ein bisschen auf ein, vielleicht schon unsere Uology Pflegeserie. Diese 4 Produkte, Tagescreme, Nachtcreme, Reinigung und Serum, sind komplett individualisierbar und sind eine Systempflege. Das heißt, sie unterstützen sich, sie begünstigen sich in ihrer Wirkweise. Aber jedes andere Produkt, auf dem Uology draufsteht, ist genauso eine Systempflege und gehört in diese Systempflege mit rein. Das heißt, alle Produkte aus Uology gehören in diese Systempflege. Viele von euch nehmen zum Beispiel schon die Augencreme. Wenn ihr die Augencreme nehmt, gehört das zur Systempflege. Wir gucken uns in einem der nächsten Videos auch unser niegelnagelneues Vitamin C Serum an, die 7-Tages-Kur, gehört in die Systempflege. Ein Serum, Anti-Aging-Serum, Brightening-Serum, gehört in die Systempflege. Die Gesichtsmasken gehört in die Systempflege. Ihr habt immer wiederkehrende Inhaltsstoffe, die einfach ermöglichen, eine gleiche Basis zu schaffen. Dadurch greifen die Zahnrädchen ineinander und es wird ermöglicht, dass die Inhaltsstoffe, die wirklich gezielt Bedürfnisse stillen sollen, tief in die unteren Hautschichten noch eindringen können und auch leichter eindringen können. Und dass die Haut direkt weiß, was sie damit zu tun hat. Das erstmal so als Basis, als Rahmen zu Systempflegen. Warum Systempflegen? Und das leider, ich will nicht sagen, nicht jede Systempflege ist eine Systempflege, aber nicht jede Produktreihe, die man vielleicht wirklich zu Hause stehen hat, ist eine Systempflege. Gerade bei Kosmetik ist es nur ein ganz, ganz geringer Prozentsatz von Anbietern und Herstellern, die wirklich Systempflegen anbieten. Anders als bei der Haarpflege.